Es ist eine Entscheidung, die hohe Wellen schlägt. Der Deutsche Fußballbund lässt die Nationalmannschaften künftig von dem US-Unternehmen Nike ausrüsten, statt wie bisher vom heimischen Sportartikelhersteller Adidas. Der Ausrüsterwechsel sorgt in der deutschen Politik für entsetzte Reaktionen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen wünscht sich, so wörtlich, ein Stück mehr Standortpatriotismus. Ich kann mir das deutsche Trikot ohne die drei Streifen kaum vorstellen, erklärt er. CDU-Chef Friedrich Merz prangert eine, so wörtlich, unpatriotische Entscheidung an. CSU-Chef Markus Söder kritisiert den Wechsel als falsch, schade und auch unverständlich. Der Kommerz vernichte hier ein Stück Heimat, schreibt Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf X und postet ein Foto von sich im Adidas-Trainingsanzug. Nike und der DFB hatten die Zusammenarbeit ab 2027 am Donnerstag angekündigt. Das Handelsblatt berichtet unter Verweis auf Branchenkreise, dass Nike dem DFB dafür mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr geboten habe. Adidas zahlte bislang nur 50 Millionen Euro jährlich.